Phil Laude. Es ist Zeit für the next big thing. Und diesmal ist es nicht mal eine Lüge. Ey, wir hatten wirklich eine Idee. Wir waren innovativ. Ich glaube, das letzte Mal, dass es passiert ist, Alter, da hat Steve noch gelebt. Die Apple Vision Pro. Gibt es eigentlich auch eine normale Apple Vision? Nein. Und warum heißt sie dann nicht einfach Apple Vision? Weil der Preis sonst nicht gerechtfertigt wäre. Ich habe aber gerade auch eine Apple Vision, dass du gleich wieder Hochzeiten filmst, wenn du hier weiter so dumme Apple Fragen Vision stellst. Apple Vision Pro ist ein sehr, sehr schöner Name. Wir haben überlegt, was hat mehr Style als elektronische Zahnbürstenköpfe und Ohrenschützer gemeinsam? Ganz genau. Die Taucherbrille. Die sieht dermaßen scheiße aus. Echt? Ja. Ja, dann streichen wir das. Es ist keine Taucherbrille. Ab jetzt sagt keiner mehr Taucherbrille, ja? Endlich sind wir immer wieder die Ersten mit einem revolutionären Produkt. Aber es gibt doch schon relativ viele VR-Brillen auf dem Markt. Es ist aber keine VR-Brille. Taucherbrille? Es ist keine Taucherbrille, okay? Ja, aber was denn dann? Es ist eine Spatial Computing Plattform. Also, was ist das denn jetzt? Ja, das ist eine Brille, mit der man eintauchen kann in fantastische virtuelle Welten. Also könnte man das auch eigentlich VR-Brille... Halt die F***! Für uns ist diese Brille nicht mehr, aber auch nicht weniger als the most advanced personal electronic device ever. Kurz... Könnt ihr euch etwas Schöneres vorstellen, als gemeinsam mit euren Liebsten einen Film zu schauen? Und ihr könnt eure Liebsten per Knopfdruck einfach ausblenden und euren eigenen Film gucken? Ja, wir bei Apple lieben Familie. Durch die Apple Vision Pro bist du nicht mehr an ein Display auf einem Arbeitsplatz gekettet. Nein, du kettest den Display und den Arbeitsplatz an dein Gesicht. Dein Chef kann jederzeit per Zoom-Call vor deine Retina gebeamt werden. Das ist die Zukunft, das ist Progress. Das ist doch schrecklich. Ach komm, wenn du das schon schrecklich findest, dann warte mal auf unseren next big thing. Unsere Spatial Computing Plattform wird natürlich nicht mit einem normalen Ladekabel betrieben. Dafür haben wir den Apple Vision Pro Max Charger entwickelt. Glaubst du nicht, dass man sich da irgendwie verheddern kann? Ich wüsste nicht wie. Dieses Visionary Power Cord ist natürlich mit unserer High Performance Battery verbunden. Damit habt ihr bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit. Das reicht völlig, um Herr der Ringe, die Gefährten, zu 2/3 in der Nicht-Extended-Fassung zu sehen. Das hört sich jetzt aber nicht so nach High-Performance an. Gut, man kann die Brille auch einfach in die Steckdose stecken. Und dabei kann man sich wirklich nicht verheddern? Hilfst du mir bitte? Für eine Beförderung würde ich es machen. Unser ganzer Stolz ist die revolutionäre EyeSight. Sie projiziert eure Augen auf die Brille. Das heißt, ihr müsst die Brille nicht mal abnehmen, wenn ihr eure Kinder traumatisiert. Spielt. Ihr spielt mit euren Kindern. Es ist nicht gruselig, ist einfach nur ein Spiel. Hallo, Kuckuck. Ich trinke kein Kinderblut. Was? Nee, das sind erwachsene Spender für die Bluttransfusion. Was? Nichts, zurück zum Thema. In unserer gesamten Firmengeschichte war nichts technisch anspruchsvoller, als die Mikromimik von Augen virtuell auf dem Frontdisplay der Brille zu reproduzieren. Weißt du, wo man das nicht machen muss? Wo? Bei einer Taucherbrille. Und die Brille bedient man ganz einfach mit Gestik und Mimik. Welchen Gesten denn? Kleiner Hai. Bam, bam, badam, kleine Haie sieht man auch sehr gut mit Taucherbrillen. Und was ist das jetzt? Ein horizontales Tippen? Nee, das ist der Sith-Machtgriff. Hast du nie Star Wars gesehen, oder was? Ja, nur 2 Stunden, dann war der Akku von der Brille leer. Und mit meinen Händen kann ich dann einfach Dinge im Suchfeld eingeben, oder? Das läuft natürlich am besten über Apples Sprachsteuerung. Die kennt ihr natürlich schon von anderen Geräten. Hey Siri, wie wird das Wetter heute? Das habe ich nicht verstanden. Hey Siri, wie wird das Wetter heute? Okay. Siri, wie wird das Wetter heute? Mama Handy wird angerufen. Kommen wir endlich zur Hardware. Mit über 23 Millionen Pixeln auf den integrierten Dual-Displays haben wir eine weitere Zahl, mit der unsere Nutzer nichts anfangen können. Der R1 verarbeitet Sensordaten. Ich habe euch verloren, ne? Kommen wir zurück zu den Funktionen. Die Apple Vision Pro verbindet sich nahtlos mit all euren Bluetooth-Geräten, solange sie von Apple sind. Sonst gibt es richtig viele Probleme. Das nennt sich Marketing. Verbinde ganz einfach dein Magic Keyboard und dein Magic Trackpad und erlebe die Experience eines MacBooks, aber viel, viel teurer. Größer, meine ich. Viel größer.
Und das Ganze bekommt ihr für sage und schreibe, haltet euch fest, nur $3.499. Für eine Taucherbrille? Wenn du noch einmal das Wort Taucherbrille sagst. Taucherbrille. Taucherbrille. Security? Ja, wir mussten uns leider schweren Herzens von unserem Kameramann trennen. Nicht, weil wir alle Jobs durch Computer ersetzen wollen. Es sind vielmehr makroökonomische Faktoren. Hey Siri, zoome ran. Okay. Hier könnt ihr noch ein Siri-fähiges Gerät von uns erwerben. Und dieses Video schaut ihr am besten über unsere neue Spatial Computing Plattform. Es ist einfach nur eine teure Taucherbrille. Warte, du Arschloch, jetzt hol ich dich aber.